So, ich stehe heute hier in Stresow, nachdem wir viele Kilometer Fahrrad gefahren sind, teils auf Brandenburger Gebiet, auf Sachsen-Anhalter Gebiet, teils auf niedersächsischem Gebiet. Und das ist wirklich ein unheimlich bewegendes Gefühl, dann auch Menschen zu treffen, die noch die Zeiten erlebt haben, die jetzt auch ein Museum errichtet haben, rein ehrenamtlich führen in Schnakenburg, um an die Zeit der deutschen Teilung zu erinnern, die auch Fluchtgeschichten miterlebt haben, selbst Leute aus der Elbe gezogen haben. Und hier stand mal ein Dorf, das ist diesem eisernen Vorhang zum Opfer gefallen, komplett platt gemacht worden. Hier sieht man Grenzanlagen nachgestellt. Unheimlich bewegender Tag heute.